Die Frage, wie Spielsysteme die Leistung im Fußballspielen beeinflussen, wird viel diskutiert, aber es gibt so gut wie keine Forschung dazu. Natürlich ist es mit die wichtigste Waffe eines Trainers, wenn er das Spielsystem verändert. Aber die Rolle und den Einfluss auf den Prozess, auf die Wirksamkeit und die Effektivität ist bislang noch nicht geklärt. Was es bislang gibt, sind nur Korrelationsstudien. Das heißt Studien, in denen man sehr, sehr viele Fußballspiele analysiert. Das heißt 500 Spiele analysiert von Mannschaften, die im 4-4-2-System spielen und Mannschaften, die in anderen Systemen spielen. Und dann schaut man, wie da verschiedene Faktoren dadurch beeinflusst werden. Auf die Plätze! Fertig! Und los! Wir sind jetzt die Ersten, die ein Experiment machen. Das heißt, wir versuchen, Wirkungszusammenhänge aufzudecken. Wir untersuchen, welchen Einfluss die Manipulation auf die Leistung dann auf dem Spielfeld hat. Wir erheben mit unserem System, was von der Firma Kinexon stammt, Positionsdaten. Das sind die XY-Koordinaten des Spielers und des Balles. Und diese Daten können wir, was einfach ja nur Zahlen sind, jetzt viel einfacher Analyse-Tools zugänglich machen, einfacher als Videodaten. Und diese können jetzt sehr schnell Muster erkennen in diesen Daten oder Key-Performance-Indizes berechnen. Wir glauben, dass wir mit diesen Experimenten nun auch zum ersten Mal in der Lage sind, Ideen von Trainern, Praxismeinungen, taktische Prinzipien, taktische Grundordnungen zum ersten Mal systematisch wissenschaftlich zu untersuchen. Das heißt auch wirklich im Vorfeld Annahmen aufzustellen und die dann auch sehr, sehr schnell untersuchen zu können. Weil dieses Experiment, wenn das gelaufen ist, ist im Idealfall 2 Stunden später die Ergebnisse da und die können wir dann direkt auswerten. Unsere Vision ist, dass Trainer ihre Gedanken, beispielsweise neue taktische Prinzipien, nicht mit ihrer Mannschaft ausprobieren müssen, ob das jetzt funktioniert und ob das nicht funktioniert und ob die Ideen, die sie haben, auch tatsächlich besser sind, effektiver sind, erfolgreicher sind, sondern dass sie uns ihre Ideen mitteilen, wir dieses Feldexperiment laufen lassen, 2 Mannschaften haben, die gegeneinander spielen und dann 3-4 Stunden später die Ergebnisse haben und den Trainern ein Feedback geben können, ob sie mit ihren taktischen Maßnahmen nun mehr Raumkontrolle im letzten Drittel oder im gegnerischen Strafraum erzeugt haben oder nicht.